halt schon lassen. Sag mal, stimmt das, dass du manchmal jemand was wegnimmst? Wie bitte? Dass du hin und wieder stiehlst, meine ich. Ich soll was gemacht haben? Wer hat sowas behauptet? Michael hat gerade gesagt, du hättest es ihm selbst erzählt, dass du schon gestohlen hast. Ich? Wer ist hier der Sozi, du oder ich, ja? Ihr habt doch extra eine Partei gegründet, bloß um den anderen Leuten das Geld wegzunehmen. Reg dich mal nicht unnötig auf. Könnte ja meinen, du hättest gerade wirklich was geklaut. Vielleicht diesen Hut da? Aber mit dem bist du, glaube ich, schon auf die Welt gekommen. Oder die Flaschen. Ja, die habe ich gekauft. Bei Mückenburg. Hab mal nur erzählt, dass du früher sogar mal eine ganze Kuh geklaut hast. Ja, aber doch früher. Eine ganze Kuh? Wenn man eine Kuh klaut und kann nachweisen, dass man Hunger gehabt hat, dann ist das Mundraub, dann passiert einem auch nichts. Wenn man wirklich Hunger gehabt hat, dann ist eine ganze Kuh doch ein bisschen viel. Wenn man kleine Stückchen klaut, dann ist das vielleicht Mundraub. Aber doch nicht gleich die ganze Kuh. Misch du dich nicht ein. Erstens laufen Kühe nicht in kleinen Stücken rum, ja? Zweitens habe ich die Kuh nicht für mich allein geklaut, sondern für meine Kameraden mit. Und das war kein Klauen damals, das war ganz was anderes und hieß requirieren. Wenn dir jemand seine Kuh wegnimmst, ist es doch egal, wie du das nun nennst. Nicht nur eine Kuh, sondern um ein Pferd oder ein Fahrrad oder ein paar Flaschen Cognac, je nachdem. Aber eben nur lebenswichtige Sachen. Und die hast du alle geklaut? Eben nicht. Die habe ich requiriert. Wenn ich gewusst hätte, dass du stiehlst, dann hätte ich dich bestimmt nicht geheiratet. Ja, wenn ich gewusst hätte, dass du mich dann nicht geheiratet hättest, dann hätte ich dir bestimmt was erzählt. Da wäre mir allerhand erspart geblieben. Du hast mir doch gar nicht gesagt, wie dir die Suppe schmeckt. Ja, wie soll sie schmecken, wie immer. Ich wollte es nur wissen. Ist was los mit der Suppe? Auch nichts. Nur, dass ich sie heute gekocht habe. Jetzt schmecke ich das, da stimmt wirklich was nicht. Ach, auf einmal? Nein, du musst doch selber zugeben, dass man die Erbsen kaum schmeckt. Das kann man auch nicht, das ist Linsensuppe. Auch das noch. Du bist echt ein Widerling. Das würde ja noch gehen, aber dass mein eigener Mann ein Dieb war. Ich war kein Dieb, ich war Obergefreiter. Diebstahl bleibt Diebstahl, egal welchen Rang du dabei bekleidest. Da ist eher noch schlimmer, wenn du das als leitender Soldat gemacht hast und nicht einfach als Untergebener. Vor allem, wenn man das mit Absicht macht und nicht so aus Versehen macht. Ja, mit Absicht macht man das sowieso, das ist nun wirklich Quatsch. Worauf es ankommt, ist ganz was anderes, nämlich wo man das macht. Das habe ich alles gar nicht in Deutschland gemacht, sondern in Polen oder Russland oder Italien, wo man eben gerade so war. Warst du nicht auch in Paris? Ja, auch in Paris, allerdings. Was hast du da geklaut? Hör doch auf, das immer Clown zu nennen. Da habe ich organisiert. Parfüm und Cognac. Was anderes haben die ja nicht gehabt. Wenn der Cognac gut war? Ja, der war gut. Aber du hast es denen doch weggenommen. Ja, kapierst du das ja nicht, du dusselige Kuh. Das habe ich niemandem weggenommen. Diese Länder waren doch damals alle von uns besetzt. Und wenn man sich da was requiriert hat, dann waren das Sachen, die einem sowieso schon gehört haben. Ach so, die Sachen haben da einfach so rumgelegen und jeder konnte sich nehmen, was er wollte. Ja, du tust gerade so, als wenn ich beispielsweise einer Dame in Paris auf der Straße ihren Pelzmantel vom Leib gerissen hätte. Das hast du aber nicht gemacht. Natürlich nicht, was soll ich denn mit dem Pelzmantel? Wie gesagt, in Paris nur Cognac und Parfüm. Und was hast du damit gemacht? Na, war schon getrunken natürlich. Parfüm getrunken? Ja, das Parfüm nicht. Eben. Was hast du mit dem Parfüm gemacht? Das habe ich gefragt. Sag bloß, dass ich früher parfümiert. Auch noch französisch. Das habe ich getauscht. Ach, das konnte man? Sachen, die man gestohlen hatte, konnte man umtauschen? Tauschen, habe ich gesagt. Das heißt, ich habe beispielsweise einem verheirateten Kameraden eine Flasche Parfüm gegeben. Und er hat mir dann irgendwas anderes dafür gegeben. Und was? Ja, meistens Cognac. Was hast du in Russland requiriert? Ja, was gibt's da schon groß? Man sagt Zucker, vielleicht mal Pflaumenmus, Butter, Eier oder ein, zwei Hühner. Und die Kuh. Ja, und die Kuh, ja. Und wem hat die Kuh gehört? Das stand nicht dran. Meinst du, in solchen Zeiten fragt man lange in der Gegend herum,
wem gehört diese Kuh hier? Selbst wenn ich gefragt hätte, die sind ja so ungebildet in Russland, dass sie noch nicht mal Deutsch sprechen. Du hast die Kuh also einem Bauern weggenommen. Oh Mensch, du bist vielleicht dämlich. Ist doch gerade der Witz bei dem russischen System. Da gehört keinem was. Der Bauer hat die Kuh doch nur verwaltet. Und wenn keinem was gehört, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn einem die Sachen weggenommen werden. Also trotzdem, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Mein eigener Gatte hat jahrelang gestohlen und ich mache mir Sorgen, wenn... Wenn? Was wenn? Du wolltest ja eben was sagen. Ich? Ich mach mir Sorgen, wenn... Du machst dir Sorgen, wenn... Das hast du da eben gesagt. Ich wollte wissen, wie der Satz weitergeht. Da musst du dich verhört haben. Ich soll mich verhört haben? Ja. Hier ist ja wieder was los heute. Da kann ich nur eins sagen, wenn das so weitergeht, dann fröhliche Ostern. Also von mir aus brauchen wir über das Thema kein Wort mehr zu verlieren. Von mir aus auch nicht. Über Diebstahl wird in diesem Hause nicht mehr gesprochen. Hab ich damit angefangen? Wir wollen aber auch festhalten, dass du keinen Grund hast, dich darüber aufzuregen, wenn heute mal irgendjemand eine Kleinigkeit mitgehen lässt. Hm. Wenn eine Hausfrau aus Versehen mal einen Apfel einsteckt. Das kommt doch an, wo ich was einstecke. Wenn ich so einen Apfel in einer Kolchose vom Baum pflücke, obendrein noch im Krieg, vielleicht noch unter Beschuss, hm? Oder ob ich das in einem anständigen deutschen Geschäft wegnehme. Oder ich nehme da aus einem russischen Hühnerstall ein Ei. Ja? Meinst du, so ein russisches Huhn kümmert sich nur darum, was er seinen Eiern wird? Seit der Oktoberrevolution ist das denen doch ideal. Die Eier habe ich ja bei der Aufregung fast vergessen. Ja, was für Eier denn? Hast du vergessen, dass morgen Ostern ist? Sag bloß, du willst wieder Eier verstecken. Natürlich. Machen wir doch jede Ostern. Also meine verstecke ich selber, ja? Dann weiß ich wenigstens, wo sie sind. Ich habe keine Lust, bloß wegen dem Frühstück morgen eine Hausdurchsuchung zu veranstalten. Hausdurchsuchung? Oh Gott. Wenn die Leute so Häuser durchsuchen, dürfen die das eigentlich auch nach Feierabend? Was für Hausdurchsuchungen? Spinnst du? Ich habe gesagt, ich habe keine Lust, den Ostersonntag damit zu verbringen, hier auf allen Vieren rumzukriechen, bloß um ein paar hartgekochte Eier zu suchen. Was ist denn? Es hat geklingelt. Soll ich etwa in die Tür gehen? Ich gehe schon. Nein, nein, ich... Ach, setz dich lieber hin, du bist doch ganz bleich geworden. Weil es geklingelt hat, ja? Jetzt ist die dumme Kuh total übergeschnappt, ja? Oder stimmt hier was nicht? Kriegen wir etwa Besuch? Ich erwarte niemanden. Ich auch nicht. Ganz bestimmt nicht. Frau Surbier! Ob sie ein paar Eier haben könnte, sie hat Besuch gekriegt. Ja, wahrscheinlich der Osterhase. Nee, sie hat gesagt, ihr Neffe. Hm. Warum hast du Frau Surbier denn draußen stehen lassen? Sie wollte nicht reinkommen wegen ihm. Du, wenn die einen Schritt in mein Haus setzt, dann verklage ich die wegen Landfriedensbruch. Moin ist Ostern und diese Person hat nicht mal Eier im Haus, aber Neffen. Das wird ein schöner Neffe sein. Kommt Ostern zu Besuch und hat nicht mal Eier mit. Was ist denn? Ich will baden, oder ist heute nicht Sonnabend? Oh Gott, ich habe ganz vergessen, den Ofen anzustellen. Sag mal, was hast du eigentlich im Kopf? Ja, eine halbe Stunde spätestens ist das Wasser ja heiß. Ja, ich wollte jetzt baden. Wenn man zu lange nach dem Essen badet, dann ist der Blutdruck zu hoch. Das Essen ist ja noch gar nicht zu Ende. Es gibt doch noch einen Nachtisch. Na, was denn? Schokoladenpudding. Ja, esse ich nicht. Mit Vanillesoße. Ja, ich esse überhaupt keinen Schokoladenpudding. Das solltest du allmählich wissen. Hol mir mal die Nagelschere. Die ist im Badezimmer. Ja, das weiß ich selber. Ach. Sag mal, ist hier wirklich kein Pudding? Ich will die Nagelschere. Muss denn das sofort sein? Können wir denn nicht erst mal in Ruhe essen? Du musst ja sowieso ins Badezimmer, um den Ofen anzumachen. Da kannst du dich ja gleich mitbringen. Oder ist das zu viel verlangt? Ich gehe schon. Nee, ein Scheißdreck muss man hier betteln. Kein Mensch zwingt dich dazu. Du brauchst nur mal selbst aufzustehen, wenn du was willst. Ja, ja, so weit kommt es noch. Als Hausherr. Bitte! Danke. Kaffee trinkst du doch mit, hä? Ja, schenk ein. Ich lass doch gerade erst...